Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Ich muss so ungefähr 25 gewesen sein. Ja, ich glaube, ja, so ungefähr 24, 25. Da ist meine Schwester in Urlaub gefahren und ich sollte auf ihre Wohnung aufpassen und Blumen gießen und sowas. Und sie war da ein paar Wochen weg. Ja, und ich sagte, okay, mache ich, wenn ich meine Hanfpflanze mit auf den Balkon stellen darf. So kam es halt dann, dass dort ein Gebüsch, eine Sativa gewachsen ist, die hat den ganzen Balkon eingenommen. Samen habe ich gehabt, also ein Gras, was man mal ganz selten bekommen hat, wo Samen dabei waren, aber es muss irgendein kolumbianisches gewesen sein. Auf jeden Fall war es eine richtig geile Pflanze. Für meine Bedürfnisse ausreichend und für meine, so wie ich damals drauf war, man darf ja nicht vergessen, wie das ausgeschaut hat, das Zeug, was wir da so gekriegt haben. Das waren ja nur Stängel, ein paar Samen drin, ein bisschen gepresstes Harz, was man gerade noch erkennen hat können. Und der Großteil davon war wahrscheinlich schon längst rausgesammelt. Ja, jetzt ist es halt auch so, meine Schwester kommt zurück, flippt total aus, weil das so ein riesengroßer Busch geworden ist und meint, hey, entweder holst du die ab oder ich schneide die ab. Ja, dann habe ich einen Jan gefragt und bin mit dem da hingefahren. Meine Schwester hat in Nymphenburg gewohnt, München-Nymphenburg. Und der Jan meinte, ja komm, scheiß was drauf, kannst du bei mir auf den Balkon stellen. Meine Mutter ist gerade nicht da, kommst du, hol mal ab, nimmst das rein. Ja, und er hat ein Auto gehabt von seiner Mutter, ein Fiat Panda. Und mit dem ist er halt dann gekommen, München-Nymphenburg, und haben es eingepackt hinten ins Auto rein. Ein riesiger Busch, nicht vergessen, die ganze Rückbank war voll. Es war nur ein grünes Ding. Man hat nichts mehr erkannt, nur lauter die grünen Blätter und so. Und so fahren wir halt nach Neupierlach und auf der Höhe von Michaelibad sehen wir halt, also die Straße ist immer ganz gerade aus und wir sehen am Ende kurz vor der Ampel eine Polizeisperre. Die haben die ganze Scheißstraße gesperrt gehabt. Nicht wegen uns, keine Ahnung, was die da wieder gesucht haben. Vielleicht war wieder irgendwas mit der Roten Armee-Fraktion damals, keine Ahnung. Auf jeden Fall, oder Bankraub, ich weiß es nicht. Ich so, hey Jan, halt an, schnell, da vorne ist Polizei, was machen wir? Sagt er, ja, wenn die uns jetzt sehen, dass wir da anhalten, das war auffällig. Ja, dann halt kurz an, ich spring mit der Pflanze raus und du fährst weiter. Und so haben wir es gemacht. Also er ist da kurz beim Ostpark so die Straße entlang, so am Rand ran, Tür auf, ich bin raus, hab die Pflanze hinten rausgenommen, ein riesengroßer Busch eben, wie gesagt. Tür zu, er ist wieder losgefahren und hat sich vorne da kontrollieren lassen. Ich bin über die Straße rübergelaufen, er ist rundherum gefahren, ist wieder statt auswärts, also in der Perlach auswärts gefahren, hab mich eingesammelt und wir sind rüber nach Trudering und über Trudering hinten rum gefahren und dann rein nach der Perlach zu ihm, an der, gegenüber von dem Heizkraftwerk hat er da gewohnt, bei der Stendler Straße. Ja. Der Witz ist, ich hab noch was von damals. Voll ist Heuzeug, aber ich wollte es einfach mal so zeigen. Das ist uralt, wie gesagt, auf dem Balkon. Ich hatte mal diese Blüten an, sonst habt ihr noch nicht gesehen. Das Zeug ist halt echt. Ja. Also, ich weiß schon, warum dass wir früher Hasch geraucht haben. Das Gras ist halt gar nicht der Rede wert, weißt du. Ich weiß auch, warum dass ich das immer noch habe, weil es halt einfach nichts ist. Ja. War vor kurzem jemanden besuchen, wo ich noch Sachen gebunkert habe, als ich Bayern verlassen habe vor fast 20 Jahren. Und unter den Sachen war das noch. Ja, das ist echt der Witz. Altes Krampfeleid, also ist echt lächerlich. Ich werde es wahrscheinlich nach dem Video mal das erste Mal nieder, damit man das niemand mehr wegnehmen kann. Aber ich finde es halt schon witzig, weil das sind über 32 Jahre altes Zeug hier.
Die Blüten schauen so lächerlich aus, das kannst du überhaupt nicht vergleichen mit dem, was man heute auf dem Schwarzmarkt kriegt oder was man in einem Coffeeshop kaufen kann oder was die Leute selber anbauen. Das ist ein unglaublicher Unterschied. Das ist echt ein Gag, du. Ja, Leute. Habt ihr schon mal solche Erlebnisse gehabt? Ah ja, okay, das könnt ihr wahrscheinlich nicht in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch recht jung seid, aber wenn ihr älter seid schon, dann habt ihr ja auch Erlebnisse gehabt. Würde mich mal interessieren. Okay, und bis dahin, peace out.